da haben die ihn schon, unseren BMW E39 mit dem M54-Motor. Den Motor, den gibt es ja im E39, im E46 überall drin. Es ist, wie gesagt, einer der meist umgerüsteten Motoren auf Gas überhaupt. Es ist ein extrem gasfester Motor und den haben wir schon gehabt von bis 500.000-600.000 Kilometer auf Gas. Die laufen alle so. Er läuft jetzt hier auf Benzin. Wir haben den getankt, wir hatten den auch immer ganz kurz schon mal auf Gas laufen, damit das System luftfrei ist und alles, was er jetzt mal umschaltet, nicht mehr ausgeht. Aber ich schwöre, ich habe jetzt hier noch nichts eingestellt oder irgendwas gemacht, ja. Jetzt kam so ein paar Impressionen von diesem Motor mal. Er hat ja eine Besonderheit. Und zwar hat der M54 so eine geteilte Leerlaufführung, oder wie das heißt. Das sieht man hier oben an dieser Schiene. Das Problem daran ist, dass wenn man die Einblasmittel ganz normal setzt, also ich stelle mir jetzt hier mal hin, da ist die Benzinmittel, wenn man jetzt daneben einfach den Messingnippel setzt und den dann da eingast, dann läuft der auch. Aber wir haben das sehr oft gehabt, dass die dann, wenn man an die Ampel rangerollt ist oder in die Kupplung getreten hat oder man beim Automatik an der Ampel rangerollt ist, dann ist in den Leerlauf gefallen, dass die dann einfach ausgegangen sind. Also die hatten da ganz große Probleme, ihren Leerlauf abzufangen. Das haben wir dann durch ein sogenanntes Polyamid-Eingasungsverfahren haben wir das perfektioniert. Also wir haben die angebohrt, sind dann mit Polyamid-Leitung rein, bis 4 cm in den Zylinderkopf noch rein. Und damit war das absolut Geschichte. Und die laufen perfekt. So wie das jetzt hier aussieht, so macht das eigentlich kein Umrüster. Also die Injektoren, die sitzen hier, der sieht alles komplett original aus. Die Injektoren, die sitzen jetzt hier unter der Abdeckung drunter. Das passt alles genau auf einen Millimeter. Das sind jetzt unsere 14 Jahre Erfahrung, die wir haben, den Motor umzubauen. Also das haben wir auch Stück für Stück bei jedem M54-Motor immer ein bisschen verbessert und perfektioniert. Die Kein KL09-Injektoren sitzen hier drunter und dann gehen die Leitungen unten rein und gehen in Polyamid-Leitungen über und gehen dann 4 cm in den Zylinderkopf rein, damit er wirklich keinerlei Probleme mit der Eingasung oder so hat. Ne? So, hier ist der Verdampfer. So sieht das aus, wenn wir das machen. Also das ist wie im Erstausrüsterqualität. Wenn man das jetzt hier mal guckt, wie unsere Kabel wohl hier gewickelt sind. Ja, so ein kleines bisschen Eigenlob. Ich weiß, das stinkt, aber nein. Meine Jungs sind stolz darauf, auf die Qualität, die sie machen. Und das finde ich auch schön, dass sie da stolz drauf sind. So, das ist jetzt hier Verdampferüberdruck. Da muss gar keine Schelle drauf. Das passiert ganz, ganz selten, wenn er mal nicht genug warmes Wasser hat. Und man beschleunigt dann voll raus und geht vom Gas. Dann kann das passieren, dass hier ein bisschen Gas entweicht. Das ist das Verdampferüberdruckventil. Das öffnet bei 6,5 Bar. Da gehört ein Schlauch drauf. Den kann man nach unten einfach wegführen, dass das Gas dann unten aus dem Auto rausgeht. Oder man setzt einen Nippel nochmal und packt es wieder an die Ansaugbrücke zurück, wie man das möchte. Ja? Dieses hier ist kein Schlauch drauf. Das liegt daran, dass der Verdampfer auch für Turbofahrzeuge eingesetzt werden kann neuerdings. Das ist ein kombinierter atmosphärischer und Napfverdampfer in einem. Prinz hat das vor kurzem umgestellt. Prinz hatte zwei Versionen. Die hatten einmal das, wo das Loch hier zu war. Und dann hat er hier drüben, hier vorne einfach, war so ein Spalt über die Atmosphäre, den Druck gehabt, den Atmosphärendruck. Und das ist ein Napfverdampfer. Den kann man für beide einsetzen. Dann müsste man, wenn man den als Napfverdampfer verwenden will, hier einfach einen Schlauch drauf machen. Und dann hier in der Ansaugbrücke einfach ein Loch bohren. Und dann erhält er hier quasi den Saugrohr unter Druck. Dann ist es ein Napfverdampfer. Das hier ist, wie gesagt, kein aufgeladenes Fahrzeug, sondern ein normaler Saugmotor und er braucht das nicht. Und deswegen läuft er atmosphärisch. Das habe ich in einem anderen Video aber auch schon gezeigt. So, er läuft jetzt auf Benzin. Jetzt wollen wir mal gucken, was hier los ist. Hier haben wir unsere Print-Software. So, jetzt können wir mal gucken. Das Auto läuft im Benzinbetrieb und generiert Benzineinspritzzeiten von 3 Millisekunden. Ja? Jetzt schalten wir den mal auf Benzin, auf Gas um. Und wir gucken mal, was hier mit den Benzineinspritzzeiten passiert. Also jetzt kommt einfach, statt Benzin kommt der Gaskraftstoff dazu. Die Lambda-Sonden merken, dass es da zu fett ist. Und die Kraftstoffkorrekturen gehen im Minusbereich. Da könnte ich jetzt den OBD-Test dazu nehmen, das mache ich nachher, aber während der Einstellfahrt. Das sehe ich jetzt so. Das ist eine grobe Kennfeldprogrammierung. Ich will das Auto nur im Standgas erstmal so grob sauber zum Laufen bringen, zum Umschalten bringen. Also man sieht jetzt schon, er hat schon sauber umgeschaltet. Und er läuft auch sehr sauber. Aber der ist überhaupt nicht richtig eingestellt. Also hier sind 0,5 Millisekunden Unterschied drin. Nur so viel dazu, dass so eine Gasanlageneinstellung nicht wichtig ist. Ne? Also es gibt wahrscheinlich 1000 oder 100.000 Leute, die fahren mit einer schlecht oder gar nicht eingestellten Gasanlage durch die Gegend und wissen es gar nicht. Also viel zu fett. Ne? So.
Was haben wir denn jetzt hier? Wir haben 2,5 Millisekunden, 2,6 Millisekunden Benzineinspritzzeiten, simulierte Benzineinspritzzeiten im Gasbetrieb. Jetzt gehen wir nochmal auf den Benzinbetrieb zurück. Er schaltet um, relativ sauber sogar eigentlich, für den Endverbraucher relativ sauber, und wir haben wieder 3 Millisekunden. Jetzt gucken wir uns hier den Verstärkungsfaktor an. 150%, das sind zu viel. Jetzt gehen wir mal auf 140%. Ich nehme jetzt erstmal so 10% weg. Und jetzt schalte ich wieder vom Benzinbetrieb. Im Benzinbetrieb haben wir 3 Millisekunden, 3,07. Da müssen wir auf Gas natürlich auch hin. So, jetzt schalte ich wieder um. Jetzt schauen wir mal, wo wir sind. Jetzt sind wir schon auf 2,8, 2,9. Der ist immer noch zu fett. Jetzt gehe ich hier mal auf 130 runter. Also dieser Verstärkungsfaktor wird natürlich während Last eingestellt, wenn ich damit fahre. Ja, nur es reagiert wesentlich schneller. Deswegen stelle ich den jetzt erstmal in Stand ein, weil er eigentlich immer relativ linear ist. Hier muss ich nur kleine Änderungen vornehmen. Das ist jetzt nur so grob aus dem Handgelenk heraus. Die genaue Einstellung kommt während der Fahrt. Ich möchte es jetzt hier nur machen, um euch mal zu zeigen, wo es drauf ankommt. So, jetzt sind wir bei 2,9 Millisekunden. 125 können wir noch weiter runtergehen. Also er war wirklich viel, viel, viel zu fett. Ja, so, jetzt sind wir bei simulierten Benzineinspritzzeiten von 3 Millisekunden im Gasbetrieb. Die sind jetzt im Gasbetrieb simuliert, werden immer angezeigt. Jetzt schalten wir mal auf den Benzinbetrieb zurück. Da haben wir 3,1, 3,0, 3,1, 3,0. Jetzt gehen wir wieder auf den Gasbetrieb. Alles das, was ich in dem Erklärvideo schon mal gesagt habe, das möchte ich jetzt auch zeigen. Also ihr seht, alles, was ich verspreche, versuche ich auch zu halten. Er ist immer noch ein klein bisschen fett, also er schneidet immer noch die 2 Millisekunden an. Dann gehen wir jetzt mal noch weiter runter. Jetzt machen wir die Einteilung ein bisschen feiner. Mal 115, machen wir jetzt nochmal so 10%. 5%, Entschuldigung. So, Verstärkungsfaktor haben wir 115. Wir generieren hier Benzineinspritzzeiten von 3,0, 3,1 Millisekunden. Jetzt schaltet er super sauber um. 3,0, 3,1, 3,0, 3,0, 3,1 und Gas. Die Änderung der Geräuschkulisse ist nicht motormechanisch oder sonst irgendwas, sondern das ist ganz einfach. Man hört jetzt die, mal rumklappen, man hört jetzt die Keyhin-Düsen, die sitzen jetzt hier direkt unter dem Kunststoff und das überträgt sich hier ein bisschen auf dem Kunststoff und trommelt. Das hört man natürlich. Man darf nicht vergessen, dass so eine Gaseinblasdüse von dem mechanischen Kolben 200 mal größer ist als die Benzindüse. Und deswegen hört man das Trommeln natürlich. Also das ist nicht mechanisch, sondern ganz normal, wenn man von Benzin auf Gas umschaltet, dass sich die Geräuschkulisse etwas ändert. In diesem Fall ist er jetzt wenn man auf den Gasbetrieb schaltet, etwas lauter. Bei vielen Autos sind die Gasdüsen leiser als die Benzindüsen. Also bei vielen Autos ist es dann eben halt so, dass man es überhaupt keinen Unterschied hört. Hier hört man es natürlich sehr schön. Gucken wir nochmal, Benzinbetrieb kann man das noch ganz gut sehen. Ja, Benzinbetrieb, Gasbetrieb 3 Millisekunden. Benzinbetrieb schaltet er jetzt zurück, sequenziell schön, haben wir auch 3 Millisekunden. So haben wir die Anlage jetzt erstmal in Betrieb genommen. Man hört diese Benzindüsen unten nur so ein bisschen zischeln, ganz leicht. Und wenn ich auf Gas umschalte, wird es ein bisschen lauter, weil das Kunststoff darüber ist. Das hört man, wenn die Motorhaube zu ist, gar nicht mehr. Und im Auto hört man das auch nicht. Ne? Aber das ist das normale mechanische Geräusch der Injektoren, was die auch machen müssen. Also bei den meisten Autos, ich wiederhole mich schon wieder, das will ich nicht, bei den meisten Autos hört man es eigentlich nicht. Ne? So viel dazu, jetzt können wir nochmal gucken. Wenn ich den jetzt eingestellt habe komplett und ich bin mit dem Fahrzeug gefahren, halt habe jetzt den RC-Verstärkungsfaktor ermittelt auf 115, den Ausgleich auf 0, sage ich jetzt mal. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht, der ist noch nicht richtig eingestellt, sondern nur grob im Stand. Dann gucke ich mir als nächstes den System an. 2,1 Bar haben wir und wir haben... Und wir haben dann eine Gaseinspritzzeit von 3,3 Millisekunden. Das wäre jetzt schon perfekt. Das heißt, hier könnten wir den Gasdruck dann jetzt so lassen, weil ich weiß, das erfahre ich natürlich, also während der Fahrt, dass ich hier nicht über 20 Millisekunden komme. Ja? Also um das Gemisch einzustellen, ist es wichtig, sich immer zwischen Gas und Benzin die Benzineinspritzzeiten anzugucken in jedem Lastbereich. Wenn ich damit fertig bin, resultierend aus dem Gasdruck, gucke ich mir die Gaseinspritzzeiten an. Gaseinspritzzeiten in Standgas nie unter 3 Millisekunden und bei Volllast nicht über 20 Millisekunden. Hatte ich schon ganz oft erwähnt. So sieht's aus. So, jetzt kann ich hier nochmal die Kamera, das wird jetzt ein bisschen wackelig, ich will nicht nochmal das Video schneiden. Kann ich euch die ganze Umrüstung nochmal hier zeigen von dem Fahrzeug. Mal eben schnell mal rumgehen. Also die Impression vom Motor habt ihr ja schon gesehen. Unsere mühevolle erarbeiteten Erfahrungen, was den M54 angeht.
Ja, der ist auch gut in Schuss, der Wagen. Das, sonst würde man den auch nicht mehr umrüsten. Was hat der denn jetzt hier gelaufen? Können wir mal eben gucken. Ja, der hat jetzt hier 183.000 Kilometer gelaufen. Also der ist jetzt gerade mal eingefahren. Der kann noch schöne 200.000, 300.000, 400.000 Kilometer auf Gas laufen. Der Kunde, der kann sich natürlich aussuchen, wo er den Umschalter hin haben will. Der wollte ihn jetzt hier hin haben. Den Prinz-Umschalter können wir jetzt auch nochmal umschalten. So, jetzt schaltet er auf Benzin zurück. Man, jetzt hier drin hört man gar nichts. Ne? Jetzt kommt, so, jetzt schalten wir mal wieder auf Gas. Jetzt kommt er, jetzt ist er wieder auf Gasbetrieb. Die Farbe von dem Umschalter, die können wir auch ändern. So ein bisschen Feintuning müssen wir in der Tankanzeige noch machen. Also der ist jetzt so ungefähr mit 30 Liter betankt, aber er zeigt hier noch nicht viel an. Also die Schwellen, die müssen wir noch ein bisschen anders einstellen. Na? So. Gehen wir mal rum. So. Tankeinfüllstutzen. Haben wir hier drin. Ist der Deckel nicht drauf? Der muss Dominik noch drauf machen. Wo ist denn der Deckel hier, Doma? Der kommt hier noch wieder drauf. Der Schraubdeckel. So, einen Tank haben wir hier. Also Kofferraum ist ganz, ganz frei, kann vollständig benutzt werden. Und hier haben wir jetzt den, erstmal haben wir Valco seine Nase hier. 650 mal 270 mit, ich glaube, 1,72 Liter ungefähr hat der. Ne? Das ist der Gastank. So, kann man diese Umrüstung so verkaufen? Ich denke schon, ne? So ist das doch eine schöne Sache. Umschalter, Tankanzeige habe ich euch gezeigt. Den schönen Radmuldentank, der so gut reinpasst. Motor, also ich glaube, den Kunden, den haben wir rundherum glücklich gemacht. Nur mal was zu den Kosten. Diese Umrüstung hier komplett kostet mit TÜV-Abnahme, mit allem drum und dran, bei uns 2.600 Euro. Ich denke mal, das kann man so verkaufen. Und vor allen Dingen, es ist doch wirklich Erstausrüsterqualität. Ne, es ist doch wirklich schön, hier ist doch nichts gebastelt, nichts verfuscht. Das sieht doch so aus, als wenn das schon immer so sein sollte. Ne? So Kleinigkeiten, da legen wir wirklich Wert drauf, dass es schön ist. Hier haben wir diesen schönen, da müsste ich eigentlich mal ein Carporn mitdrehen hier mit dem Auto. Den schönen SLC, den haben wir jetzt auch schon fertig gemacht, die Jungs. Da haben wir jetzt auch schon, da ist der Mischer schön drunter. Hier gehen die Schläuche, das Powerwell, hier unten ist der Venturi-Verdampfer. Auch mal nur mal sowas wegen der Qualität. Ne? Aber das ist jetzt nicht Ziel des Videos. Ich wollte euch nur mal die Inbetriebnahme dieses E39 zeigen mit der Prinz VSI 2.0. Jetzt wollen wir unseren E39 hier mit dem M54 Motor und der Prinz VSI 2.0 mal einstellen. Das ist wieder eine Einstellung mit einer Spannungssprungsonde. Ne? Nicht Breitbandlambda-Sonde, wie das bei dem SRT war, sondern der hat eine Spannungssprungsonde, wo wir natürlich dann nur so beim Teillast den Verstärkungsfaktor, den RC, abgleichen und bei Volllast nachher die Lambda-Sondenspannung überprüfen. Ne? Könnt ihr euch mal angucken. Viel Spaß. So, OBD habe ich jetzt schon reingenommen. Jetzt können wir hier nochmal eben schnell gucken. Bitte Zündschlüssel drehen. So, geht er wieder rein. Ich hoffe, dass wieder Vorführeffekt ist hier, aber das wieder nicht rafft. Jawohl. ISO 9141 2 Protokoll. So, Parameter habe ich schon voreingestellt. Fuel Trims erste Bank langsam, Fuel Trims erste Bank schnell, Fuel Trims zweite langsam und zweite schnell. Okay, und hier sehen wir jetzt auch hier unsere Trimwerte. Plus 3, minus 3 sollten sie sein. Ist ja lehrbuchmäßig, wie es bei dem Dings sind sie jetzt gerade nicht. Warum nicht, weiß ich nicht. Das ist aber nicht schlimm, das erfahre ich jetzt. Ne? Was hier schon mal schön ist, wir haben beide Korrekturen gleichmäßig. Plus 6,2 auf der einen, plus 6,2 auf der anderen. Ne? So, wollen wir mal gucken hier. Wir sind jetzt im Gasbetrieb. Gucken wir uns die schnellen Korrekturen mal eben an. Gehen wir mal in Benzinbetrieb, ob das fetter wird. Nö. Also er ist jetzt irgendwie hier ein bisschen in der Pluskorrektur. Das hat aber auch im Allgemeinen nicht viel zu sagen. Ne? So, fahren wir mal mit dem Auto und fahren ihn mal schön hier in den Benzineinspritzzeiten auf schöne Hälfte. Hälfte Kennfeld auf 10 Millisekunden und schalten wir mal um. So. Vielleicht sollte ich mich mal wieder ein bisschen anbinden. Das ist ja immer irgendwie so mein Defizit. Ein bisschen ein Gurtmuffel. Ich lasse meine wieder richtig schön in den hohen Gang schalten. Na, da kommt er doch in Gang. Jetzt irgendwas machen ist blöd.
Also wir sind mit dem Auto nicht gefahren, das ist jetzt Premiere. Ne? Also ihr seid jetzt dabei, wo wir das erste Mal mit dem Auto auf Gas fahren. So, jetzt gucken wir mal auf Benzin, haben wir jetzt Einspritzzeiten von 9 bis 10 Millisekunden. Jetzt gehen wir auf Gasbetrieb und 8. Wir sehen ganz genau, dass der jetzt auf Gas noch zu fett ist. 9 bis 10 auf Gas, jetzt gehen wir wieder zurück. 9 bis 10, jetzt gehen wir auf Gasbetrieb. 8 Millisekunden auf Gas. Also er ist echt noch zu fett. Jetzt gehen wir hier wieder auf den RC und nehmen den hier mal ein bisschen runter. Also das war ganz schön, na, gehen wir mal auf 110 erstmal. Nehmen wir da erstmal 5% weg. Naja, jetzt ist hier auch das zu Ende. Wir gucken jetzt trotzdem nochmal. Ne, das bringt jetzt hier nichts mehr. Der Berg ist zu Ende. Wir brauchen natürlich zum Einstellen mal einen schönen Lastzustand. Ne? Die Korrekturen sehen jetzt auch schon gut aus hier. Ne? Plus 3, minus 3 wechselt er sich schön ab. Sind wir jetzt im Gasbetrieb sogar schon. Also das passt jetzt hier auch schon relativ gut. Und so tastet man sich eben halt so langsam an diese Geschichte ran. So, jetzt können wir mal eben schnell gucken. Wir haben 9 Millisekunden Benzineinspritzzeiten im Gasbetrieb, gehen zurück und haben 10. Also da, demnach wäre er jetzt schon fast wieder zu mager. Da müssen wir jetzt gleich nochmal gucken, was hier los ist. Indem wir oben den langen Berg hochfahren, kannst du mal so ein klein bisschen die Straße auch filmen, dass ihr sehen, wo ich von rede. Wir fahren jetzt hier oben den schönen langen Berg hoch. Wie ich das schon mal sagte, das ist ungefähr so, als wenn man auf dem Leistungsprüfstand ist und die Wirbelstrombremse so ein bisschen anzieht, um Lastzustand zu ermitteln. Wir machen das eben halt auf der Straße in absoluter Realsituation. So, kannst du wieder dahin filmen. Lass mal wieder schön hochschalten. Jetzt gebe ich mal ein bisschen Gas, damit wir mal so ein bisschen hier auf Touren kommen, damit wir einen schönen hohen Gang haben. So, und das ist jetzt hier die perfekte Ausgangssituation für mich zum Einstellen. 10 Millisekunden Benzinbetrieb. Im Gasbetrieb gehen wir auf 900. Also er ist noch ein bisschen fett im Gasbetrieb. Gaspedal ganz ruhig halten. Im Benzinbetrieb haben wir 10 Millisekunden. Er schaltet auf Gas und geht auf Gas auf 900. Das heißt, er ist immer noch ein bisschen fett. RC-Injekt haben wir 110%. Da gehen wir jetzt mal so auf 107. So, und schauen mal, ob wir den jetzt erwischt haben. Ein bisschen Berg haben wir noch. So 10 Millisekunden im Gasbetrieb. 11 Millisekunden Benzinbetrieb. 11, 12. Na, das sieht schon gar nicht so schlecht aus. Ja, das reicht trotzdem nicht. Jetzt müssen wir da unten erstmal drehen und müssen das nochmal machen. Das dauert ein bisschen, kannst das Video kurz anhalten. Jetzt haben wir gedreht und jetzt fahren wir den Berg wieder neu an. Sind wir ja gerade im Gasbetrieb. Das ist eigentlich egal, wo wir sind. Ne? Ob wir im Gas- oder Benzinbetrieb sind, wir müssen halt nur gucken, dass wir die Unterschiede richtig haben und auch die Unterschiede richtig auswerten. Ne? Ich kann jetzt auch auf Benzin rübergehen. Das ist jetzt im Prinzip egal. So, Benzinbetrieb 10 Millisekunden und jetzt schalten wir auf Gas um. Oder auf Gas 9. Er ist immer noch ein klein bisschen fett. Gehen wir mal auf 1,05. 105%. So, und jetzt gucken wir mal. 10 Millisekunden, 10, 11, 11 Millisekunden Benzinbetrieb, immer noch ein bisschen, also er ist wirklich, so, 1, 0, 3, jetzt gehen wir nur in ganz kleinen Prozentschritten weiter, ne? Bis wir den wirklich auf dem Kennfeld getroffen haben, so 10 Millisekunden im Gasbetrieb, jetzt warten wir mal, bis er mit dem Umschalten fertig ist, 10, 11, 10, 11, und naja, da haben wir jetzt auch schon, können wir noch ein bisschen weiter runter gehen. Gehen wir mal auf 100, da kann es sein, sogar sein, dass wir mit dem Systemdruck sogar noch ein bisschen runtergehen müssen, weil die Düsen relativ groß sind. So. Jetzt ist der Berg auch schon wieder zu Ende, jetzt können wir das Video schon fast, naja, das reicht. 10 und 10, jawohl, jetzt haben wir ihn erwischt. 10 Millisekunden Gasbetrieb, 10 Millisekunden Benzinbetrieb, passt ganz genau. Ein sauber ermittelter Verstärkungsfaktor RC bei 100. Das ist jetzt ein Präzedenzbeispiel, wie wir das bei dem Jeep nicht hatten. Jetzt stellen wir uns gleich an den Rand und machen den Ausgleich, den Offset. Also wie gesagt, in der Werkstatt hatte ich den Stand so auf. Hast du das hier mit drauf? Ja. Ja. In der Werkstatt hatte ich das. Ja, ja, hast du mit drauf gehabt. Das war schon gut. Ich dachte nur, dass du es eben vielleicht nicht gefilmt hattest. So, jetzt stellen wir uns hier mal am Rand. So. Jetzt hier am Rand. Jetzt gucken wir mal, dass wir die Klimaanlage alles aus haben.
So, die Störgrößen müssen alle raus. Und jetzt gucken wir uns in Ruhe die Benzineinspritzzeiten an. Jetzt haben wir im Gasbetrieb 3,2 Millisekunden. Und im Benzinbetrieb. Also er ist im Gas, im Standgas jetzt viel, viel zu mager. Das ist das, was ich sagte, wenn die Autos nicht eingestellt werden. Ich hatte 115,0 in der Werkstatt, da hat er nur im Standgas gepasst. Jetzt haben wir den RC-Injekt während der Fahrt ermittelt, wir sind 15% weiter runtergegangen. Jetzt schauen wir uns die Benzineinspritzzeiten auf Benzin an, da sind wir bei 2,8, 2,7, 2,8 Millisekunden. Jetzt gehen wir auf Gasbetrieb und er wird es wahrscheinlich fast sogar ausgehen, weil er viel zu mager ist. Naja, packt es, aber die Einspritzzeiten werden länger. So, jetzt gehe ich hier rein und mache den Ausgleich hoch. Jetzt fange ich an mit 0,2. Da fange ich jetzt erstmal an und taste mich daran. Gasbetrieb 3 Millisekunden, das wird immer noch zu wenig sein. Ja, ist immer noch zu wenig. Das hatten wir ja auch so 0,4 ungefähr, ne? 0,4. Jetzt lassen wir die Lambda-Sonde noch mal schön regeln. Die Einspritzkorrekturen, beide Bänke sind auch jetzt noch ein klein bisschen mager. Da warten wir aber ab, was jetzt hier gleich passiert. So, jetzt haben wir im Benzinbetrieb 2,7, 2,8 Millisekunden. Jetzt gehen wir auf den Gasbetrieb rüber. Er schaltet sehr, sehr sauber um. Und wir haben 2,7, 2,8 Millisekunden. 2,7, 2,8. 2,8. Ja, das ist soweit in Ordnung. Kraftstoffkorrekturen kommen jetzt auch schon runter hier auf dem OBD. Können wir mal kurz gucken. Die Bänke sind beide noch auf 6,2 plus. Und hier haben wir jetzt noch ein bisschen zu viel Pluskorrektur. Aber was soll man da machen, wenn das auf Benzin so ist? Dann ist es, ich leuchte hier nochmal hin. Das auf Benzin so ist, ist das auf Gas dann auch meistens so. Das kann schon sein. Der Motor ist schon ein bisschen älter, die Lambda-Sonden sind ein bisschen träger. Der M54 hat viele Unterdruckleitungen, vielleicht zieht er da auch schon irgendwo ein bisschen Falschluft. Wobei ich das jetzt hier nicht unbedingt überbewerte, weil es war auch die Batterie alles abgeklemmt. Also die Trimwerte müssen alle erstmal wieder neu kommen. So, wir haben jetzt hier die schnellen Korrekturen. Plus 7, plus 5. Das ist jetzt, aber er fängt sich auch langsam. So, jetzt gucken wir mal 2,7 Millisekunden. Gehen wir mal auf Gas rüber. Er schaltet wirklich unmerkbar um. Er schaltet ganz, ganz sauber um. Und wir haben hier die Kraftstoffkorrekturen, haben wir jetzt auch genauso. So, so können wir das schon mal lassen, grob. Und jetzt gucken, jetzt machen wir eins. Wir haben den, was haben wir, also jetzt können wir nochmal wegen dem Systemdruck gucken. Also wir liegen hier noch bei 2,1 Bar, liegen wir bei der Gaseinspritze noch immer noch bei 3,1, 3,2 Millisekunden. Also das ist für die Keyin KN09 ist das völlig ausreichend. Ne? Benzineinspritzzeiten sind klar, wir haben Gemisch ermittelt, jetzt gucken wir uns physikalisch an, das passt auch ganz gut. Und jetzt schauen wir uns mal an, was die Lambda-Sonde bei Volllast sagt. Ne? Da könnt ihr auch gleich mal angucken, wie der Open Loop die Trimwerte rausschmeißt. Dazu muss Dominik dann mal hier den OBD-Tester filmen. Ja, das kannst du so machen. Also wir haben hier immer noch leicht erhöhte Trimwerte bei plus 12, aber die sind leider bei Benzin auch so. Das haben wir manchmal leider bei älteren Fahrzeugen. Aber es kann auch sein, dass die sich jetzt noch... es bringt jetzt nichts, wenn man den jetzt auf Gas auf plus 3, minus 3 prügelt oder auf Benzin, wenn man dann umschaltet, ist er auf plus 7, plus 8. Also das ist schon ganz... Das wäre dann ganz blöd. Aber wir können ja noch mal kurz gucken. Plus 5, plus 6. Jetzt gehen wir mal auf den Gasbetrieb. Ja, ja, da ist das gleich. Sogar auf Gasbetrieb noch fast ein bisschen. Ja, ja, das ist genau gleich. Aber das ist jetzt nicht Sinn und Zweck. Wichtig ist, die Lambda-Sonde sehen wir an. Hier haben wir eine wunderschöne Sinuskurve drin, 0 bis 1 Volt. Und hier ist eben wichtig, guckt euch die Einspritzung, die Kraftstoffkorrekturen an. Jetzt drehe ich hier um. Ich natürlich nicht. Riesen Wendekreis hier. Kann man mal gucken, wo ich von rede, Open Loop. Jetzt haben wir hier Regelung, also man sieht auch schon, dass die Gasanlage perfekt eingestellt ist. Wir haben jetzt hier eine Nullkorrektur. Ne? So, aber jetzt kann man mal gucken, was hier los ist, wenn ich jetzt hier mehr Gas gebe. Jetzt kommen wir gleich in den Open Loop. So, da schaltet er nämlich die Regelung weg.
So, und wenn ich danach einstelle, nach Open Loop, dann ist natürlich nicht gewonnen. Der regelt jetzt nach einem festen Kennfeld. Und da können wir nicht mehr nach den Fuel-Trim-Werten gehen, sondern wir müssen uns die Lambda-Sondenregelung angucken. So, bei Vollgas möglichst an ein Volt dran. Man sieht das hier. Wir haben jetzt 835 Millivolt im Gasbetrieb. Jetzt gehe ich mal auf Benzin rüber. Und dann gucken wir mal genau dasselbe. Also, es passt absolut perfekt. Nochmal zur Wiederholung, wir haben unseren Verstärkungsfaktor eingestellt, wir haben unseren Offset eingestellt, wir haben den Systemdruck überprüft, dass die Gaseinspritzzeiten im richtigen physikalischen Bereich sind. Unsere Fuel-Trim-Werte, die stimmen jetzt mittlerweile richtig gut. Und hier kann ich jetzt nicht mehr drehen. Unsere Fuel-Trim-Werte stimmen jetzt wieder richtig gut. Man sieht das hier, die schnellen Korrekturen, plus 3, minus 3. Das ist hervorragend. Lambda-Sonde regelt auch wunderschön. Und wir haben im Open Loop bei Vollgas offenen Regelkreis 820 Millivolt auf Benzin Anreicherung und auf Gas auch. Das heißt also, hier passt jetzt alles. Das Auto ist perfekt eingestellt und so jetzt nach dem TÜV direkt kundenauslieferungsfertig. Ja? Weil ich glaube, das kriegt man da jetzt nicht drauf. Das Licht ist blöd. Ne? Man sieht das jetzt nicht. Ne? Okay, alles klar. So, eins will ich jetzt aber noch mal zeigen. Nachdem dieses Fahrzeug jetzt hier auslieferungs- und kundenfertig ist, will ich euch da mit euch mal fahren und diesen ganzen Messkram und so weglassen. Ja? Ihr seht, das Auto läuft jetzt im Gasbetrieb, jetzt von wegen Leistungsverlust. Also er läuft im Gasbetrieb. Ne? So, jetzt Vollgas. So, und ich schalte jetzt während des Vollgas mal um. So, Benzin. Ne? Benzinbetrieb haben wir jetzt. Jetzt kann ich den hier schön, während auch bei Vollgas, kann ich den jetzt umschalten. Jetzt schaltet er sequenziell zu und man merkt gar nichts. Wir haben keinen Leistungsverlust, nichts. Benzin und Gas. Jetzt muss ich nur aufpassen, weil sonst fahre ich diesen T5 da gleich drauf. Aber den verblase ich jetzt auch. Da kann man mal gucken, wie diese Dinger laufen auf Gas. Schön Kickdown. Benzinbetrieb interessiert den nicht und Gasbetrieb interessiert den nicht. Kein Leistungsverlust, nichts. Nichts merkbar, nichts feststellbar. Ist natürlich ärgerlich. Das Einzige, was an dieser ganzen Sache ärgerlich ist, wenn so ein ambulanter Pflegedienst vor einem fährt und dann nicht aus dem Quark kommt. Ja, der hat hier schon kaum Leistung, der hat hier nur 200 PS. Ne? Aber wie gesagt, Autogas und Vollgas, kein Problem, kein Leistungsverlust. So muss das aussehen. Und jetzt nochmal vielen Dank fürs Gucken. Wir trinken jetzt erstmal einen schönen Kaffee, mein Dominik und ich. Vielen Dank, Dominik, dass du dieses Auto hier so wundervoll umgerüstet hast. Und ich hoffe, der Kunde dankt es uns auch, dass wir den so wundervoll umgerüstet und auch eingestellt haben. Tschüss!